Hallo und herzlich willkommen zum vierten Rennen, diesmal aus Russland, im Olympiapark von Sotschi, wenn mich das recht entsinne. Mit dabei war natürlich wieder Leon und Sören. Moin Moin. Moin. Und ich würde sagen, Setup und los. Ich habe gar nicht nach Regen geguckt oder sowas. Ich auch nicht. Ich wollte direkt raus. Ich kann mal hier. Kannst du gucken wegen Regen? Warte, Qualifying und. Gleich, warte. Was denn, was hast du, Rainer? Ich habe ein Setup. Diesmal. Oha. Ja, aber ob das nun gut ist. Gut, ich kümmere mich um die Das ist ein krasser Typ, ey. Qualifying alles trocken, momentan. Im Rennen. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Weil ich fahre jetzt gerade raus. Oder ich will jetzt raus. Okay. Ich fahre mit dir. Kann losgehen, sobald du bereit bist. In dem Gelände, ich fahre mit dir. Also, hier habe ich festgestellt, kann es passieren, dass du in Kurven ein bisschen driftest, weil die Bodenhaftung fehlt. Mit 3 kommst du besser rum. Und ich war sogar genauso schnell mit der 3. Ich nicht. Ja, das ist wahrscheinlich jeder wieder sein. Sein Fahrstil und dann ja, ich bin genau hinter dir, ne? Echt? Ich habe nur in einer einzigen Kurve immer das Problem gehabt beim Training, dass ich halt so super. Ach du Scheiße, ist wieder diese scheiß enge Boxenausfahrt hier. Ja. Das geht. Und mit der hatte ich, egal welches Setup ich gehabt hatte, da hatte ich immer Probleme ein bisschen. Da bin ich auch, obwohl wir einmal zusammen trainiert haben, bin ich da rausgeflogen. So, erstmal Marco. Achso, ich sollte vielleicht Abstand lassen zum Quert und eben nicht voll drauf. Ja, Sören, vor uns in Uzwehr. Müssen wir Platz lassen noch. Auch noch einer. Was ein Bullshit, ey. Aber nicht zu viel Platz, ne? Weil. Hinter dir noch jemand? Nee, Ball. Bald. Weil die da vorne fahren nämlich auch nicht Vollgas. Outlap. Ich hab das aber auch mal verwechselt. Also ich sag mal so, mit 160 kommst du hier ganz gut in die Kurve. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Passt auf, hier gibt es immer sehr schnell Strafen, wenn du Kurven weit innen fährst. Mit dem Abstand habe ich das genau abgemacht, abgetimt mit dem vor mir. Da habe ich auch mal einen Toro Rosso unten sauber vor mir, die letzten zwei Kurven, wo ich mir echt denke so, oh Scheiße. Reicht mir. 1,38,7. Und Sören? 5 Sekunden lang, 0,5.
Sören ist knapp vor mir. Ja. Mit 1,38. 1,38, 2, 4, 2. Oh, da bist du ja ganz knapp hinter mir. Aber ich hatte auch ein paar Fehler drin. Jetzt ist mein Sprit schon alle, ey. Ist die Kurve, ist die Strecke so lang? Nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, scheint schon. Mein Sprit ist auch alle. Hä? Das gibt's doch gar nicht, oder? Hier kommt man ja nicht mal mehr zurück. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe am Anfang Marker gefahren, jetzt fahre ich um Marker. Ja, aber ich habe jetzt erst wieder Fett gehabt. Bin jetzt kurz vor der Box, habe ich. Sören, fahr vorbei. Habe ich erst Spritprobleme gehabt. Max. Ja, aber Sören, wir nehmen halt weniger mit, damit wir halt von Anfang an leichter sind, dadurch etwas schneller. Ich hab aber nichts verstellt. Also Sprit habe ich so gelassen, wie es Standard ist. Ich habe ganz drunter gemacht. Aber es ist ja bekannt, dass der Ferrari Spritprobleme hat. Vielleicht braucht ihr etwas mehr als ich. Für mich wär's gut. Wahrscheinlich müssen wir noch tanken, ne? So wie damals. Früher war das mal, ja. Der war auch. Trotzdem, warum? Ich glaube, ab 19 können sie wieder tanken. Nächstes Jahr. Nee, nächstes Jahr wird einfach die Tankfülle, also das Maximalgewicht. Ach so, okay, ja, das war's. Ja. Das war, das Auto wird nun von Sitz und Fahrer das Gewicht wird getrennt. Das heißt, ein Fahrer darf jetzt, glaube ich, irgendwie, das Auto darf so und so viel wiegen und dann kann dazu noch der Sitz und der Fahrer kommen. So. Und irgendwie wird die Spritmenge um 5 Kilo erhöht oder so. Damit kann man aber schon viel anfangen. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. 3-4 Liter, ne? Ja, aber. 3-4 Liter. Oder warte. Benzin ist Benzin leichter oder schwerer als Wasser? Puh, du bist gut. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Sören hat nur im letzten Sektor verloren. Ja, da kann man, gerade in dem Sektor kann man es meist raus, wenn man die letzten Kurven richtig kriegst. Ja, ja. Sören ist nur im letzten Sektor langsamer als ich. Ich hab die letzte Kurve richtig beschissen genommen. Da musst du auch, wie gesagt, darfst du nicht zu sehr schneiden, sonst kann es passieren, das gilt gar nicht. Eigentlich bin ich komplett habe ich diese Markierung weggefahren. Dürren ist 5000stel langsamer als ich gewesen. Da ist nur einmal eine Millisekunde später als ich auf dem Gas in etwa gewesen und schon war er langsamer als ich. Einmal zweiter. Also, wenn ich heute Vierter werde, ne, dann höre ich auf mit der Saison. Dann fahre ich nicht mehr mit. Da bin ich nämlich im ersten Rennen nur erster ein paar geworden, Wagen sind auf der Strecke. Zweiter, den sollten wir jetzt raus, bevor es voller wird. Naja, dann wirst du im fünften Fünfer. Das würde ich nicht mitmachen. Ricciardo hat den ersten Sektor. Der wird mir angezeigt. Mit 1,36,0. Auch ja. Kai! 36,0, ja. Aber da. Wir haben ja 35 niedrig. Ja. Vielleicht sein schnellster Sektor, also sein schnellster Zeit. Warum wird er denn komplett lila angezeigt bei ihm? Genau. Er hat auf jeden Fall ja noch gar keine gezeitete Runde, da muss ja erstmal noch einen hinlegen hier. Dann ist er raus. Ja. Geblieben. Hat sich zwar verbessert, aber. Immer noch Platz 5. So. Ich bin mal gespannt, ob sich noch irgendjemand zwischen uns drängt. Ich glaube nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Auch nicht. Nein, jetzt fährt doch ein Streu. So, wer ist denn jetzt noch dabei? Kavil 3? Der Kwiat ist raus, der Streu ist raus, Van Dorn, Wehrlein und Eriksen. Okay. Ja, was erwartest du?
Wahrscheinlich ist sauber. Ich hab die Sicht nicht mehr. Sauber, McLaren und ein Williams. Schätze ich. Toro Rosso. Ist ein Toro Rosso raus, okay. Ich hätte jetzt Williams gedacht, weil Williams derzeit immer scheiße. Ja, Williams auch raus. Dann ist also aber kein McLaren raus. Zwei sauber, ein McLaren. Ein Toro Rosso und ein Williams. Ja. Alles klar. Das ist ja interessant, sag ich mal. Ja. Jetzt erstmal schön mit fetten, frischen Reifen, ey. Reifen. Weiß nicht, irgendwie tut mein Arm ein bisschen weh, der eine. Oh. Was ist das schon wieder für ein Bullshit? Der Nico Hülkenberg, mein Teamkollege, ne? Der ist Ewigkeiten vor mir rausgefahren. Und jetzt, also, weil ich in der Box war, ist der nach mir raus. Ey, das Spiel ist so verbuggt, ne? Also ich finde, ich habe wahrscheinlich. Dann bist du jetzt gleich Ende im ersten Sektor. Ja. Du bist praktisch vor den vier Leuten da. Erstmal hier. Okay, schon mal scheiße auf die Runde beschleunigt. Komplett scheiße. Okay. Oh Gottchen. Da kommen auch noch Leute aus der Box raus. Geil. Shit, erste Kurve schon verkackt. Ja, ich auch. Wow. Meine schnelle Runde kann ja nicht schnell sein, weil ich erstmal Leute hier in der schnellen Runde überholen muss und ich schon zwei Kurven komplett verschissen habe eigentlich. Ich halt übertrieben gut fahren. Boah! Nee, es ist. Schön, dass ich auf Platz 2 bin. Der Hamilton ist schon vor mir, das ist nicht gut. Die fahren aber auch alle jetzt raus, ey. Holla, die Waldfee. Grausam. Wir sind auf P7 vorgefahren. Kämpfe dich auf P6 vor.
Das war eine beschissene Runde. Meine war auch total beschissen. Das sagt man mir, ich bin da 1.39.0 glatt gefahren. Also eine glatt geleckte 1.39.0 bin ich gefahren. Fahr jetzt rein. Hauptsache Top 10, ne? Ja, ich bin aber gerade neuer Achter, ich muss noch eine Runde gleich dranhängen hier. Nicht, dass ich rausfliege. Jetzt gerade machen muss. Aber da kamen einfach 20 Leute oder so an dem Weg. Shit! Da kam noch einer. Immerhin Vierter. Gott sei Dank. Bist du gefahren? 1.39.3 auf kannst, Rot. Kannst du sagen, dass wir noch mal raus müssen? Meinst du? Ich weiß es nicht. Nee, ich fahre jetzt nicht noch mal raus. Das wurde schon wieder überholt. Ja. Von Hamilton? Ich bin auch beschissen gefahren. Von Hamilton, ne? Ja. Ich bin auch richtig beschissen gefahren. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ich höre was piepen. Oh Mann, jetzt geht das wieder los, ey. Und hier wird es wie die sauenge Rechtskurve bei der Boxen einfach. Ich wurde gerade reingeschoben, das Team kommt raus und landet. Uiuiuiuiui. Ja, mal gucken, ob es reicht. So, mal gucken, was Rekorder jetzt hier noch zustande bringt. Von 1290 Grad hoch auf 003 Minuten genommen. Kann passieren, der überholt mich jetzt noch hier. Ja. Und überholt? Nee. Alter, ich bin easy Vierter geworden. Boah, reicht doch, Hauptsache in den ersten 10. So. Rennleitung. Vorfälle. Oh, gibt's nicht. Wir rennen 5 Plätze nach hinten. Wär gut. 20. Hamilton und Bottas 5 Plätze nach hinten, wär gut. Er startet noch hinter dem Safety Car. Ich schwöre, wenn jemand hinter dem Safety Car starten müsste. Wie kann das sein, dass der schneller als ich ist mit rausfahren? Oh, ich glaube, ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Alles bereit. Schon vor mir. Ist das der Ocon hinter mir? Ich habe schon Red Bull vor mir. Ich warte mal. Leon? Was? Kannst du mal sagen, wenn die ersten bei der zweiten DRS zu machen?
Es sind eigentlich fast alle raus. Du stehst nur mit einem anderen drinne. Bist du, wenn die ersten bei der zweiten DRS-Zone sind? Ja, also nicht bei Start 4, schon die ersten. Ja, also bei der zweiten. Ja, okay, sag ich dir Bescheid. Bescheid! Kurvenmaßmittel, hätte ich gesagt, bin jetzt bei der DRS-Zone. Das ist genügend Platz. Ich bin gerade in der langgezogenen Linkskurve. Bescheid! Ey, du musst keinen Alarm machen. Ich dachte, du wolltest Bescheid haben. Ich kann auch Alarm machen. Oh, Gottchen, Leon, alles fresh im Kopf? Im Kopf sowieso, Alter. Und fährt denn der Firma so langsam? Ich oder was? Nee, du bist ja noch mehr. Vor mir fährt irgendwie so ein grauer Punkt auf der Minimap. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Oh nee, ich sitze nicht richtig. Ups, verdammt. Nein! Ups. Leon? Nein, ich hab mich hart verbremst und hab die Kurve danach viel zu weit außen bekommen. Das heißt, P1 ist nicht mehr möglich. Es sei denn, ihr macht Bullshit. Oder ich bin jetzt die Hexe. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht mal ran, wo meine Rechte ist. Die juckt mich ja nicht, die helfen mir ja nicht nach vorne zu kommen. Alarm! Ich will doch nicht hier das Fahrrad. Ruhe jetzt. Oh, immerhin Zweiter. P2, du bist zurzeit auf Platz 2. Wahrscheinlich Verstappen, Alter. Fahr schon seit
5 Jahren in der Box, ne? Also die Box rein, Boxeneinfahrt, Verstappen noch auf letzten Meter unbedingt in der Boxeneinfahrt mich überholen müssen. So, jetzt noch ein Schlücken Wasser. Das gesündeste. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Hast du keinen Sprit mehr? Nee, ich hab noch Sprit. Ich hab nur die Runde abgebrochen. Ich wollte jetzt noch eine schnelle fahren, aber ich hatte einen tierischen Fehler drin und hab die Wand geküsst. Achso, weil du warst im ersten Sektor schneller als ich. Ja, und dann bin ich in der Kurve zu weit raus und hab die Wand berührt und hab den Frontflügel in den Arsch gemacht. Ja, deshalb habe ich jetzt abgebrochen und fahr nur langsam in die Box. Okay. Fährst nicht nochmal eine Runde? Ich glaube nicht, weil sie macht mir nur sinnlos die Reifen kaputt, nur um hier Erster zu werden, das ist Quatsch. Da fahr ich lieber als Zweiter los. Jetzt bist du ja dann bist du kein Qualifying King mehr, ne? Doch, ich habe trotzdem dreimal das Qualifying von uns gewonnen. Dann hast du nicht immer gewonnen. Ja, das will ich auch nicht. Das wird ja nie passieren bis zum Schluss. Ja, okay. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich in allen Rennen immer von uns drei der Beste bin. Das ist wäre unwahrscheinlich. Irgendwann musste der Tag ja kommen. Genau, spätestens Monaco wäre es schief gegangen. Da weiß ich, ob ich da eine Rundenzeit hinkriege. Lol. Den ersten Sektor kriegen wir mit. Wenn er da schon schneller ist als ich, dann wird er wahrscheinlich vor mir landen. Was haben wir? 35,2, 35,3, 35,4 haben wir. Ja, fast gleich. 35,3. Ja, es wird eng. Müssen wir jetzt. Aber wir können nicht, werden das nicht komplett sehen. 34,0 hatten wir. So. Ja, ich glaube, er war grün, er müsste vorder geblieben sein. Ja, genau. Und wie es weitergeht, seht ihr morgen im Rennen. Genau.